Der wachsende Organhandel in China zieht Investitionen von ausländischen Pharmakonzernen an, die sich auf Medikamente für Organtransplantationen spezialisieren. Doch eine Repräsentantin von Amnesty International in der Schweiz sagt, diese Unternehmen müssen mehr als nur das Geschäft in Betracht ziehen, weil illegale Methoden dort stattfinden. Gewiss, wenn ein internationales Unternehmen wissentlich teilnimmt und trotz des Wissens über den Organhandel damit weitermacht, hätte dies einen sehr schlechten Einfluss auf seinen Ruf. Unternehmen wie Roche mit Sitz in der Schweiz, die Transplantationsmedikamente auch in China vermarkten, gerieten unter Beschuss von Rechtsanwälten. Denn sie ignorieren die Verletzung ethischer Grundsätze, die unter dem chinesischen Regime stattfinden. Offiziellen Statistiken zufolge werden in China jedes Jahr etwa 10.000 Organtransplantate entnommen und schätzungsweise 65% von ihnen stammen von inhaftierten Gefangenen, normalerweise ohne Nachweis eines Einverständnisses. Eine fortlaufende Untersuchung von internationalen Menschenrechtsanwälten deutet außerdem auf die Quelle von Organen hin, die von lebenden Falun Gong-Praktizierenden stammen, welche wegen ihres Glaubens inhaftiert sind. Unter dem chinesischen Regime wurden ihnen, während sie noch lebten, Organe entnommen und an Transplantationspatienten verkauft. Daniel Gostelli sagt, diese Praktiken sollten ein Problem für Pharmakonzerne sein. Diese Pharmakonzerne können die Quelle der Organe für die Patienten, die das Transplantat erhalten, nicht garantieren. Gostelli sagt, internationale Unternehmen sollten das chinesische Regime unter Druck setzen, damit dieses die Organbeschaffung transparent macht. Es ist an der Zeit, man braucht einen höheren Standard als die bloße gesellschaftliche Konkurrenzfähigkeit, wenn es um Menschenrechtsverletzungen geht. NTD News, Schweiz.